Servus die Malen und grüß euch die Burm. Jo Freunde, wir haben heute den 25.12. Wir haben hier gute 9 Grad in der Sonne. Ich bin nur mit dem T-Shirt und einer Fleecejacke unterwegs. Hat zwar noch eine Jacke mit, aber die brauche ich absolut nicht. Ja, was mache ich hier? An der Gegend habt ihr sicher schon erkannt, ich bin natürlich wieder an der Donau unterwegs. Ich werde ein bisschen zu meinem Lager schauen und etwas die Zeit genießen und am Abend gibt es dann ein paar Verwandtenbesuche. Ich möchte mich in dem Sinn auch noch an alle bedanken für eure Anteilnahme und Beileidswünsche zum Tode meiner Mutter. Ja, was soll man sagen, sie hatte ein schönes, erfülltes Leben. Sie war bis am Schluss gesund und wurde 94 Jahre. Ihr Wunsch, daheim einzuschlafen, ist in Erfüllung gegangen und das gibt mir auch etwas Trost. Ja, aber jetzt gehen wir bald zu unserem Lager und etwas gemütlich machen. Ja, ich habe den WTP-Hobo dabei. Da werde ich mir eine Kleinigkeit zu essen machen. Und da hier schon vom Biber die Stämme so schön hergerichtet sind, entrindet, dann werde ich mir die gleich ein paar mitnehmen. Und ich brauche mich um kein hässliches Feuerholz mehr kümmern. Danke Biberchen. Ja, bin ich an meinem Lagerplätzchen angekommen. Schaut immer noch so top aus wie immer. Ja, da machen wir uns jetzt einmal gemütlich. Ja, das Wetter ist heute echt gewaltig. Also von Weihnachten hat das nicht wirklich irgendwas gemeinsam. Die zweite Jacke hätte ich mir ruhig sparen können. Das ist Wahnsinn. Echt geil. Ja, ich packe jetzt einmal alles aus. Ich habe zwar meinen Tarp dabei, aber das kann ich höchstens als Sonnenschutz brauchen, aber nicht als Windschutz. Es ist komplett windstill. Ja, packen wir mal aus. Ja Freunde, ich werde mir jetzt einmal den Hobo anheizen. Es gibt heute ein bisschen Uncle Ben's. Wir haben jetzt 12.30 Uhr, natürlich ist der Hunger da und hier schneide ich mir ein paar Frankfurter dazu. Ja, das sollte eigentlich für zum Mittag reichen. Ja, und jetzt zünden wir mal den Hobo an. Ich habe mir zwar von zu Hause etwas trockenes Holz mitgenommen, aber ich glaube, das werde ich fast nicht brauchen, denn das, was ich mir hier schon zurecht gemacht habe, von den Bibern hergerichtet, das ist optimal. Also da brauche ich wirklich nur mehr ein, zwei Stückchen dazu und das war's. Ich habe hier einen Holzstock, hier natürlich meine feuerfeste Matte, wieder einen kleinen Feuerfuchs von mir und heute habe ich auch nur das Wenger Ranger Grip dabei. Das reicht. So, ab herein damit. Ja, dann setzen wir den Oberteil gleich auf. Dann haben wir auch den Kamineffekt. Und dann können wir schon nachlegen. Ja, dann werden wir das Pfähnchen einmal aufstellen. Und den Rest drauf. Ein Schlückchen Wasser dazu. Natürlich habe ich auch noch wieder meine Gewürze dabei. Meine selbst gemischten. Da ist alles Mögliche drinnen, auch scharfes Zeug beigemengt. damit das ein bisschen einen Geschmack kriegt, einen besseren. Ja, nur noch die Frankfurter dazu. Ja, herrlich. Ja, Freunde, das Wetter ist gigantisch, also für das, dass gestern Weihnachten war. Kommt mir vor wie in Florida. Ja, da riecht es auch schon lecker. Ja, herrlich. Ja, Freunde, das ist fertig. Und jetzt lasse ich es mir mal gemütlich schmecken. So, schauen wir mal, ob wir den Hoho da herunterheben können. Dann kann er hier weiter brennen und den verwende ich jetzt als Tisch. Sehr gut. Ja, was es da nicht alles gibt. Ja, Freunde, in dem Sinn einmal einen guten Appetit und Mahlzeit. Wir haben jetzt kurz vor 13 Uhr, also richtige Zeit zum Mittagessen. Nebenbei den Hobo befeuern. Fürs Käfchen nachher. Ja, Freunde, ich muss sagen, das Pfännchen ist leer. Das war auch extrem lecker. Hat mir sehr geschmeckt. Und jetzt gibt es natürlich noch ein Käfchen, der Hobo brennt ja noch. Und das nützen wir natürlich gleich aus. Jawohl, fertig ist er. Herrlich. Ja, Freunde, wie immer, der erste Gruß geht an alle meine Krankensesseln und die nicht raus können. Ich wünsche euch eine gute Besserung und als nächstes dann an alle, die zum Glück gesund sind und raus können. Prost, Freunde! Jo, das ist wieder mal ein perfekter Tag. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass gestern Weihnachten war. Ja, Freunde, was soll's, auch wenn der Tag noch so extrem schön ist, werde ich schön langsam wieder alles zusammenpacken und nach Hause zu meiner Familie und zu meinem Kermit. Ja, und ein bisschen zu Hause genießen bei der Familie. Ja, jetzt trinken wir aus und dann machen wir den Abwasch noch. Ah, herrlich. Ja, jetzt gehe ich noch gemütlich abwaschen und schön langsam zusammenpacken. Ja, nur keine Hektik. Alles schön gemütlich, denn das Wetter ist der Oberhammer nur. Ja, grob abgewaschen, das reicht. Rest machen wir zu Hause. Hobo ist kalt, alles ausgeleert. Und jetzt darf er wieder in sein Säckelchen. Hat seinen Job getan. Jo. Dann bleibt mir nichts anderes über, als wie alles fertig zusammenräumen. Ja, da brauche ich euch jetzt nicht dabei, das mache ich allein. Ich melde mich dann noch einmal. Ja, mein Plätzchen habe ich wieder zusammengeräumt. Den Hackstock quasi kann ich hier stehen lassen. Das wird keine Rolle spielen. Ich habe auch noch ein bisschen Holz aufgehoben fürs nächste Mal. Verstecken hier hinten. Ja, und auf alle Fälle, bevor wir gehen, möchte ich noch für meine gefiederten Freunde was hinterlassen. Ich habe hier 2 Meisenknödeln mitgenommen und die werde ich Ihnen spendieren. Ja, ich schenke, bei dem Wetter finden Sie sicher noch einiges, da gibt es kein Problem, aber als kleines Dankeschön, dass ich das Plätzchen nutzen durfte, wieder mal. So, ja, in dem Sinn, das war's wieder mal und jetzt gehen wir zurück. Jo Freunde, das war's wieder von der kleinen Tour. Ich konnte jetzt nicht filmen, da hier am Hauptweg natürlich die Hölle los ist bei dem Wetter. Ja, ich sage mal wieder danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Und in diesem Sinne, man sieht sich, sehr aus die Maul und pfiat euch die Burm.